Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris hier am Start. Und ja, lang ist es her. WoW jetzt auch schon wieder eine ganze Weile nicht gekommen. Ich habe sehr viel anderes Zeug gespielt, auch sehr viel Destiny gespielt. Aber ich habe WoW natürlich nicht aus den Augen und erst recht nicht aus dem Herzen verloren. Es ist immer noch tief hier in der Brust drin. Und auch wenn ich halt gerade aktuell nicht so viel Retail gespielt habe, habe ich dennoch sehr oft dran gedacht und ja, habe gedacht, ich pack's jetzt mal auf jeden Fall aus und wir schauen mal, was hier so abgeht. Ja, eine Runde PvP-Auge des Sturms. Ich denke mal, wir werden mies auf die Fresse kriegen, gerade weil ich jetzt schon ewig nicht mehr gezockt habe. Aber wir spielen halt eben entsprechend den Paladin und da ist ja eh so ein bisschen die Sache, der Paladin, mit dem werden wir vermutlich gerade im PvP wesentlich besser klarkommen. Ich hatte nämlich zuletzt immer mal wieder das Problem für mich selbst, dass ich gerade mit dem Druiden einfach Schwierigkeiten hatte, egal ob als Katze oder als Balance, also Gleichgewicht-Druide. Es war einfach immer irgendwie ein Krampf und ja, oder was heißt ein Krampf? Es ist, ich merke, ich tue mir deutlich schwerer, auch im PvP. Und dementsprechend, Paladin ist eine mit der Klassen, die ich in WoW mit am liebsten spiele. Dementsprechend bin ich halt aktuell so gepolt, dass ich sage, komm, ich zock einfach den Paladin ein bisschen und versuch den mal wieder so ein bisschen aufzupushen und ja, hochzubringen und guck dann mal, was das Ganze bringt. Ich würde halt sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein in die Olga. So, wir gucken jetzt hier natürlich erstmal. So, der ballert uns hier schon ganz gut weg, aber wir können das hier immerhin noch so ein bisschen weghalten. Ja, moin, okay. So, wir kriegen hier erstmal komplett den Doom-Schaden rein, ey. Ach du heilige Scheiße. Ja, manchmal ist es ein bisschen hinderlich, dass wir Lichtblitz nicht irgendwie durchgehend wirken können, wenn wir halt low sind. Ah, okay. I got it, aber den hier haben wir auch. Gar kein Thema. Ja, löpp doch, der Lachs. Löpp doch. Ah, okay. Gut, jetzt müssen wir aber ein bisschen taktisch spielen, bevor wir jetzt anfangen, hier irgendwie auf alles drauf zu laufen, was wir auch nur irgendwie sehen. Go. DH holt zurück, Mage Inc. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt mal kurz hier gucken. Da ist nämlich entsprechend wieder der Demon Hunter. Und der Bruder macht richtig Damage. Aber normal ist das nicht. Also was der rausdrückt und raushaut, schon echt nicht mehr von schlechten Eltern. Aber nichtsdestotrotz merke ich halt direkt, es kann direkt viel, viel besser laufen, wenn wir halt ein bisschen vernünftig das Ganze angehen. Beziehungsweise wenn wir halt hier, wie jetzt als Parler, fällt es mir halt wesentlich leichter, das Ganze ein bisschen sauber zu spielen. Oder sauberer zu spielen, sagen wir es mal so. Und das macht natürlich schon viel aus. Ne? Ich würde halt sagen, wir gehen jetzt. Okay, das war keine gute Idee. Das ist absolut keine gute Idee gewesen. Da haben wir mies auf die Schnauze bekommen. Wobei wir den jetzt ja hier
Ah, okay. Da ist unser erster Tod in den Tod gekickt. Na, ist natürlich der Klassiker auch. Und ich habe die ganze Zeit so eine. Kennt ihr das, wenn ihr Brillenträger seid? Ihr habt die ganze Zeit irgendwie, die Brille ist dreckig. Ihr habt die ganze Zeit irgend so einen scheiß Staubpartikel oder so vor Augen. Warum sind wir eigentlich so klein? Ist das normal? Wir sind irgendwie so klein. Die ganze Zeit. Aber wir führen auch aktuell. Das heißt auch da. An der Stelle auf jeden Fall stabil. Da haben wir scheinbar erstmal nicht so viel zu befürchten. Gut, können wir jetzt dahin gehen einmal. Ja, gute Frage, gute Frage, gute Frage. Ja, ach du Scheiße. Das sind viel zu viele da. Die da am Start sind. Viel, viel, viel zu viele. Deswegen würde ich sagen, wir steppen einfach mal kurz in die Mitte. Und können uns jetzt hier die Flagge holen. Ich glaube, wir sollten die jetzt auch bekommen. Tatsächlich. So, let's go. Ja, es ist auch bei mir immer, bin ich ehrlich, ist bei mir auch immer so ein Hin und Her. Ne? Das ist so eine Hassliebe zwischen Paladin und Druide. Ich spiele beide Klassen sehr, 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 sehr gerne, aber ich weiß halt einfach, dass ich zumindest im PvP-Bereich mit dem Paladin einfach stärker bin. Und ich dann auch einfach merke, dann habe ich auch selber viel mehr Spaß. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich mir halt, ist es auch eine Übungssache, weil der Druide halt einfach eine coole Klasse ist, sich sehr, sehr cool spielen lässt und ja, auch für mich in meinen Augen einfach gerade was so Vielfältigkeit, Vielseitigkeit, Mobility angeht, einfach unschlagbar ist. Aber gut, wie gesagt, da hat der Paladin natürlich auch seine Vorteile. Ich denke, im Großen und Ganzen kommt es bei WoW sowieso immer darauf an, was man halt selber gerne spielt. Es gibt dann auch Leute, die finden weder noch gut und spielen ganz, ganz andere Klassen. Deswegen, wie gesagt, das kann man so nicht pauschalisieren und will ich natürlich auch gar nicht pauschalisieren. Wer was wie spielt, entscheidet jeder für sich selbst, ohne dass man sich da einmischt. So. Wir rushen durch. Mit dem schnellen Reiten auch mal wieder hier. Jetzt sollten wir hier auch wieder relativ schnell am Start sein, um die Flagge zu holen. Gut, und die Allianz hat auf jeden Fall nicht so viel Bock, so viel steht fest. Wir haben nicht so viel Bock, aber wir sind halt am Stissel. Ne? Wir holen halt hier die Punkte. Das ist gar kein Thema. Und ja, haben hier halt auch so ein paar Federn noch gesetzt bekommen vom Priester. Aber ist auch mal ein schöner Sieg hier. Das ist dann mal hier ein schöner Sieg. Lupin rein. Ja, wir haben auch einiges oder bekommen auch einiges an Ehre. Das ist gar nicht so verkehrt. So, holen die Flagge. Und dann auch zum letzten Mal, I guess. Beziehungsweise könnte es unter Umständen sein, dass wir vorher schon gewinnen. Ja, wir gewinnen vorher schon. Aber gut. Richtig, richtig gut. Viel Ehre gemacht. Eroberungspunkte kriegen wir auch noch on top. Und ja, so viel haben wir jetzt hier nicht gemacht. Also nicht großartig dicke Fights gehabt, außer gegen den einen Demon Hunter. Der war schon krass unterwegs, der Bruder. Der hat uns auf jeden Fall gut weggeschnetzelt. Und ja, knackige 10 Minuten jetzt. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch vor allem wieder Bock auf WoW habt, dann haut gerne mal ein Like raus, haut gerne mal einen Kommentar raus. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, euer Zeranos. Ciao, ciao.